Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 30.06.2017 war ein Meilenstein der Gleichstellung von Lesben und Schwulen in Deutschland. An diesem Tag hat der Bundestag, in der Tat ein klein wenig überraschend, sozusagen auf der Zielgeraden der Legislaturperiode doch noch der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zugestimmt und hat damit dafür gesorgt, dass gleichgeschlechtliche Paare in diesem Land nicht länger Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Das war ein wichtiger Schritt, das war ein überfälliger Schritt, denn gleiche Liebe verdient auch gleiche Rechte. Das ist eine jahre- und jahrzehntelange Forderung der Community gewesen, der sich auch die Grünen schon vor vielen, vielen Jahren auch mit ihrem Vorkämpfer Volker Beck für diesen Bereich angeschlossen haben. Und das Eheverbot für Lesben und Schwule war diskriminierend, denn diese Menschen übernehmen Verantwortung füreinander. Und das sollte einer Gesellschaft etwas wert sein, unabhängig davon, ob dort Mann und Frau heiraten und füreinander Verantwortung übernehmen wollen oder Mann und Mann und Frau und Frau. Und mit diesem 30.06. und dem Beschluss des Bundestages zur Öffnung der Ehe, der ja noch gar nicht in Kraft ist, sondern erst ab dem 1. Oktober werden die Paare ja tatsächlich auf dem Standesamt heiraten können oder eben sozusagen ein Ehe-Upgrade machen können. Das Richtige und Wichtige dazu hat Frau Butschkau ja schon gesagt. Das darf jetzt nicht zu weiteren Kosten für die Paare führen. Aber dieser jahrzehntelange Kampf, der mit diesem wirklich historischen Beschluss des Bundestages ja zu einem großen Sieg gekommen ist, der war jahrelang dadurch blockiert, dass eine Kanzlerin ihr Bauchgefühl quasi vor ihr Bürgerrechtsverständnis gestellt hat. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, auch ehrlicherweise in die Richtung der SPD-Fraktion. Auch die SPD ist Teil der Großen Koalition, die es geschafft hat, den Gesetzentwurf 30 Mal im Rechtsausschuss zu vertagen, nur um sich irgendwie über die Legislaturperiode zu retten. Glücklicherweise, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, und da sind, glaube ich, alle Lesben und Schwulen in diesem Land sehr froh darüber, hat man sich am Ende doch noch dafür entschieden, mit einer großen Mehrheit im Bundestag fraktionsübergreifend zu sagen, komm, dieses wichtige Bürgerrechtsanliegen, das setzen wir jetzt noch um, auch noch in dieser Legislaturperiode. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kampf für Gleichberechtigung von LSBTTI und gegen Diskriminierung ist aber noch nicht zu Ende. Die Öffnung der Ehe ist ein wichtiger Schritt, aber sie löst eben nicht alle Probleme, mit denen sich gleichgeschlechtliche Paare und vor allem Regenbogenfamilien konfrontiert sehen. Eine moderne Familienpolitik und die Enquete der letzten Legislaturperiode, die sich mit einer modernen Familienpolitik für Nordrhein-Westfalen befasst hat, ist ja schon erwähnt worden, muss der Vielfalt der Familienformen Rechnung tragen. Und alle Kinder sollten dem Staat gleich viel wert sein. Und Familien, die füreinander Verantwortung übernehmen, dürfen nicht benachteiligt werden, weil sie vielleicht nicht aus Vater, Mutter, Kind, sondern aus Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind oder vielleicht aus alleinerziehenden Konstellationen bestehen. Und insbesondere lesbische Paare mit Kinderwunsch sind in diesem Land weiter benachteiligt. Die Möglichkeit einer Kinderwunschbehandlung sind nach wie vor mit hohen Hürden und vor allem auch hohen Kosten verbunden. Die meisten Paare lösen das irgendwie privat, was vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss immer ist. Oder sie müssen ins Ausland reisen und sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das heißt, nur besser verdienende lesbische Paare, mal runtergebrochen, können sich die Gründung einer Familie leisten. Und das kann nicht gerecht sein. Und auch die rechtliche Situation ist weiterhin schwierig. Nach wie vor ist die zeitaufwendige und teilweise auch absurde und irgendwie demütigende Stiefkindadoption notwendig, selbst dann, wenn ein Kind in eine bestehende lesbische Beziehung hineingeboren wird. Es wird höchste Zeit, diese Hürden und Benachteiligungen endlich zu beseitigen. Und wir fordern die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass das Abstammungsrecht endlich der Lebenssituation und vor allem auch dem Kindeswohl angepasst wird und dass dann eben beide Mütter bereits ab der Geburt eines Kindes auch rechtlich anerkannt sind als die Mütter, wenn das Kind in diese bestehende Beziehung hineingeboren wird. Denn auch im Sinne des Kindeswohles muss es ja darum gehen, dass das Kind von Geburt an Menschen hat, die Verantwortung für es übernehmen und nicht noch jahrelang darauf warten müssen, ob sie vielleicht dann doch mal zwei Elternteile haben. Und wir haben hier in unserem Antrag noch eine Reihe von weiteren Maßnahmen aufgeführt, die auch das Land tun kann, um Regenbogenfamilien besser zu unterstützen. Da ist beispielsweise die Landeskoordinierungsstelle, die Kollegin Butschkau angesprochen hat, für Regenbogenfamilien ein Beitrag. Und aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, dass wir so eine Koordinierungsstelle haben, nicht nur als Anlaufstelle für Regenbogenfamilien, sondern auch und gerade, weil wir
ja Qualifizierung brauchen, Fort- und Weiterbildung für die Behörden, aber eben auch für die vielen Familienberatungsstellen im Land, die nicht automatisch schon zu diesem Themenbereich qualifiziert sind. Deswegen sind wir der Auffassung, dass das ein wichtiger Beitrag ist. Wir brauchen auch mehr Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der pädagogischen Fachkräfte, weil die Kinder von Regenbogenfamilien eben auch Teil unserer Gesellschaft sind. Und das muss sich auch bereits in den Jugendeinrichtungen, in den Schulen und den Kindertageseinrichtungen widerspiegeln. Wir hoffen, dass wir dort gemeinsam in der Anhörung, im Ausschuss zu gewissen weiteren Maßnahmen kommen werden. Und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss.